Kong Skull Island ist der beste Film des Monsterverse bis dato. Das sage nicht ich, das sagen aber viele Fans da draußen, abgesehen von denen, die einfach so fanatisch Godzilla lieben, dass sie Kong einfach aus Prinzip hassen. Nee, aber Spaß beiseite. Ich weiß doch, dass ich damals relativ enttäuscht aus dem Kino gekommen bin. Wir quatschen jetzt hier mal über den Film. Ihr erfahrt meine Meinung. Wir reden über die Geschichte von Kong Skull Island. Und ich erzähle euch dann auch, warum ich damals enttäuscht war und wie ich jetzt zu dem Film stehe. Ich habe ihn nämlich eben gerade erst gesehen. In diesem Sinne, viel Spaß mit diesem Kaiju-Video. Ja, so eine ganz plumpe Kritik über einen Film, den es ja schon längst auf Blu-ray gibt, der schon lange im Kino abgelaufen ist. Wieso kommt das jetzt? Naja, ganz einfach aus dem Grund, da dieses Jahr das Monsterverse so wirklich eröffnet wird. Wir bekommen dieses Jahr eine Godzilla-Serie für Apple TV Plus und nächstes Jahr dann auch schon eine Fortsetzung, also ein Prequel zu Godzilla vs. Kong. Ein Prequel. Also nein, das ist nicht Godzilla vs. Kong 2, es heißt einfach nur eine Fortsetzung, die eben die Geschichte nach Godzilla vs. Kong weiter fortsetzt. Aus diesem Grund habe ich mir gedacht, wäre es doch ganz schlau, mal so ein bisschen mein Hintergrundwissen über das Kaiju-Verse so ein bisschen aufzufrischen, über das Aktuelle, was wir eben jetzt haben. Denn diese Filme habe ich tatsächlich noch gar nicht so häufig gesehen, beziehungsweise ich glaube Godzilla vs. Kong habe ich am öftesten gesehen, bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall dachte ich mir, es würde Sinn machen, die Filme einfach nochmal zu gucken mit euch zusammen. Wir lassen das alles nochmal Revue passieren und bereiten uns dann auf das vor, was uns dieses Jahr erwarten wird. Angefangen dann chronologisch, logischerweise mit Kong Skull Island. Und das ist ein Film gewesen, der damals angekündigt wurde. Und ich weiß noch, dass ich bei dem Film relativ enttäuscht gewesen bin. Vielleicht kann man diesen Elefanten erstmal aus dem Raum schieben. Ich habe den Film jetzt nochmal gesehen und muss sagen, er ist wesentlich besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Und der Grund, warum ich damals so enttäuscht gewesen bin, ist ganz einfach Peter Jacksons King Kong. Ein Film, den ich bis heute unfassbar genial finde, der auch sehr viel Substanz hat, der diesen schönen Peter-Jackson-Ton hatte, bevor Peter Jackson angefangen hat, CGI auf alles zu klatschen, was er findet. Und diesen Film habe ich dann eben damit verglichen. Mag unfair sein, weil diese Filme einfach in der kompletten Struktur unterschiedlich sind. Der Film von Peter Jackson ist quasi ein Remake des allerersten King Kong-Films. Kong Skull Island ist das nicht. Kong Skull Island ist quasi ein Film, der sich direkt in das Monsterverse eingliedert. Und das hat mich einfach so ein bisschen gestört, dass der Film, naja, eben auch diese Monsterverse-Töne so ein bisschen über Bord geworfen hat. Denn obwohl der Film chronologisch als erstes in der Timeline spielt, kam Godzilla aus dem Jahr 2014 vorher und der hat einen wesentlich düsteren Ton an den Tag gelegt, was mir besser gefallen hat. Deswegen war ich bei Kong Skull Island so ein bisschen kritisch. Jetzt habe ich den Film auf jeden Fall nochmal gesehen und möchte darüber einfach mal reden, was wir denn alles in diesem Film erfahren haben. Auch so ein paar Sachen, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Unter anderem lernen wir hier William Rander, ich glaube sein Name ist William, kennen, der für Monarch arbeitet. Und da gibt es eine interessante Info dafür, denn der Sohn von William mit dem Namen Steven Rander wird in kommenden Godzilla-Projekten eine Hauptrolle spielen. Es gibt Theorien, dass diese Hauptrolle auch dann wirklich da bleiben wird. Ne? Die Godzilla-Filme haben ja immer wieder mal die Hauptrollen gewechselt und das soll jetzt wohl ein Ende haben mit Steven Rander, der eben der Sohn von William Rander ist. Oder vielleicht auch einfach der Enkel, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Der Monarch-Mitarbeiter Bill Rander möchte eine Expedition nach Skull Island in die Wege leiten. Der Grund dafür ist ganz einfach, dass Monarch durch Satelliten, die sie eben ins All geschossen haben, Bilder über eine Insel bekommen haben, eben das titelgebende Skull Island, auf der eben dann auch Kong lebt. Rander versucht daraufhin Überzeugungsarbeit an Unterstützende oder mögliche Unterstützende zu leisten, indem er denen eben erklärt, was auf der Insel zu sein scheint. Mit Satellitenbildern und auch, naja, genauen Fotos von irgendwelchen Schiffen, die von riesigen Klauen angegriffen wurden. Und das Ganze wird natürlich als Verschwörungstheorie abgetan. Rander besteht aber daraufhin dennoch auf eine relativ schnelle Umsetzung seiner Expedition. Der Grund dafür ist ganz einfach, dass der Vietnamkrieg gerade vorbei ist und deswegen ein Satellit der Russen über oder nahezu über Skull Island hinweg schwebt, in wenigen Tagen. Das bedeutet, dann würden auch die Russen dieselben Informationen bekommen wie Monarch. Hier muss ich ganz kurz mal einhaken. Ich habe den Zusammenhang zwischen dem Ende des Vietnamkriegs und diesen Satelliten der Russen nicht so ganz verstanden. Also warum hängt das zusammen, dass der Satellit erst jetzt ins All geschossen wird und jetzt Richtung Skull Island geht, weil der Krieg zu Ende ist. Das habe ich nicht so ganz verstanden, aber dennoch ist das eben so die Ausgangssituation.
Ganz zu Beginn des Films, bevor wir Bill Rander kennenlernen, sehen wir noch einen Clip aus der Vergangenheit, beziehungsweise einen Clip, der mitten im Vietnamkrieg oder eigentlich eher zum Ende des Vietnamkriegs spielt. Auf jeden Fall sehen wir in diesem Clip, noch einen Kampf von zwei Kampfpiloten, die auf Skull Island abstürzen. Und danach passiert dann eben, was passieren muss. Sie treffen das allererste Mal auf Kong. Das Ganze ist cineastisch sehr cool dargestellt. Wir sehen einfach nur Kong, wie er als riesiges Ungetüm hinter den beiden Piloten eben auftaucht, die gerade mitten im Kampf sind und den Kampf quasi beendet, weil Kong den Vietnamesen tötet und den anderen Piloten eben am Leben lässt. Dann gibt es erstmal einen kurzen Cut im Film und wir befinden uns dann bei Bill Rander, der eben wie gesagt versucht, eine Expedition in Auftrag zu geben, die nach Skull Island führt. Als diese Expedition dann eben abgelehnt wird, weil, naja, Monarch auch gerade vor dem Zusammenbruch steht, also Monarch ist komplett pleite, das heißt, diese gesamte Organisation existiert nur noch so am Rande, quasi auf der Schwelle zum Untergang. Monarch beschäftigt sich schon wesentlich länger mit der Existenz, mit der möglichen Existenz solcher Kreaturen, wie zum Beispiel Kong oder auch Godzilla, den sogenannten Kaijus. Da Bill Rander sich aber sagt, nee, er will das Ganze noch nicht aufgeben, fängt er an, seine eigene Gruppe selbst zusammenzusuchen und trifft dabei auf die verschiedensten Leute. Zum einen haben wir hier den Söldner-Abenteurer James Conrad, gespielt von niemand anderem als Tom Hiddleston. Und hier muss ich auch wirklich sagen, ich fand es sehr erstaunlich, Tom Hiddleston mal in so einer Rolle zu sehen. Ich meine, es gibt Filme, wo er solche ähnlichen Rollen spielt, allerdings... Tom Hiddleston ist ja Engländer und ist deswegen auch meistens in Interviews und auf Pressekonferenzen so typisch British-English schick angezogen und schick angehaucht. Und ich muss sagen, dieser ganze Abenteuer-Look steht ihm wirklich verdammt gut und muss auch sagen, ich habe zwischendurch mal ganz kurz überlegt, ob er vielleicht sogar eine super geile Wahl für Nathan Drake aus Uncharted gewesen wäre. Und ich bin der Meinung, ja. Auf jeden Fall ist er einer der Personen, der angeheuert wird. Mason Weaver, gespielt von Brie Larson, ist dann die zweite Persönlichkeit, die mit an Bord kommt. Die soll das Ganze dokumentieren, was auf dieser Insel eben geschieht oder will das Ganze dokumentieren, denn sie ist Reporterin, die gerade in Kriegsgebieten unterwegs gewesen ist, eben während dem Vietnamkrieg. Und ja, auch Samuel L. Jacksons Figur wird Teil dieser Gruppe werden. Ihr merkt schon, das Star-Aufgebot hier ist gigantisch. Und interessant hierbei ist dann schon, dass wir relativ zu Beginn sehen, als die Gruppe gerade eben das Schiff betritt, das sie dann eben nach Skull Island bringen soll, dass die beiden Figuren, also Samuel L. Jacksons Figur und Brie Larsons Figur, schon miteinander so ein bisschen in den Clinch kommen. Denn Jackson kritisiert die Arbeit von Journalisten und das ist auch so ein bisschen eine Kritik, die ja so in die Gegenwart weiterreicht. Ne? Journalismus ist ja eine Staatsmacht, sagt man immer so schön, eine Staatsgewalt. Und irgendwo ist das ja auch so und das wird hier eben sehr kritisch dargestellt. Und der Spruch fällt sogar irgendwann, dass nicht die Waffen den Krieg entschieden haben, sondern eben die Videokameras. Oder eben die Fotokameras in diesem Zeitalter eben. Und das ist eine ganz schöne Metapher, die man auch eben in die heutige Zeit so reflektieren kann, dass wirklich Presseaussagen extrem wichtig sind und dass die verlässlich sein müssen, ist wichtiger denn je. Und da wird dann da eben auch nochmal drauf angespielt. Und dann begeben wir uns auch schon langsam zusammen mit unserer Star-Aufgebot-Gruppe Richtung Skull Island. Der Film schafft es wirklich, einen verdammt guten Look zu kreieren. Also mir war der Look zu Beginn ein bisschen zu bunt und zu, ich will nicht sagen kindlich, aber ich habe euch hier mal ein paar Bilder und ein paar Videoclips eingeblendet, dass ihr ungefähr seht, was ich meine. Das Ding ist, wenn man eben vorher Godzilla aus dem Jahr 2014 gesehen hat und dann das sind schon wirklich starke Differenzen und umso cooler, wie sie eigentlich später es geschafft haben, beide Looks in Godzilla vs. Kong zu kombinieren. Dazu kommen wir aber dann noch in einem anderen Video. Als unsere Gruppe dann auf dem Weg nach Skull Island mit Helikoptern durch einen auch ziemlich hübschen CGI-Sturm hindurchfliegen. Hier ist der Sturm von außen sehr hübsch, sobald sie aber im Sturm drin sind, da habe ich mir auch wieder gedacht, das ist so typisch zu viel des Guten. Man sieht von überall her Blitze und auch die Helikopter werden sofort von einem fotorealistischen Helikopter in so ein CGI-Gematsche umgewandelt. Das hätte ich mir irgendwie ersparen können, aber gut, die ganze Gruppe fliegt dann eben durch so einen Sturm hindurch. Und hier habe ich auch mal eine Frage an euch da draußen, an die ganzen Hardcore-Godzilla- und Kong-Fans. Ist das so, dass Skull Island komplett von diesem Sturm abgeschottet ist? Oder war das einfach nur ein dummer Zufall, dass dieser seltsame Sturm genau jetzt vor Skull Island aufgetaucht ist? So wie ich das Ganze nämlich verstanden habe,
ist dieser Sturm durch elektromagnetische Felder entstanden und Skull Island ist eben in der Mitte von diesem Feld und deswegen ist der Sturm drumherum. Ist das so oder ist das nicht so? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Für diejenigen, die auf meinem Kanal sind, wegen dem ganzen Jurassic-Content, was ihr vielleicht noch gar nicht wisst, ist, dass ich gar nicht so extrem tief in der Godzilla- und Kong-Materie drin bin, wie man vielleicht denken mag, gerade wegen dem Namen Kaijuverse. Nein, ich fuchs mich da auch immer noch weiter rein, weil ich einfach so mein Narren an der Kaiju Mysterie gefressen habe und deswegen mich nach und nach auch selber in die ganzen Themen mit rein arbeite. Aus diesem Grund habe ich da auch immer noch ein paar Fragezeichen auf dem Kopf, aber dafür seid ihr ja da und ihr könnt mir diese Fragen sehr gerne in den Kommentaren beantworten. Auf Skull Island angekommen, ja, lernen wir dann relativ schnell auch ein paar Monster kennen. Diese Monster, jetzt muss ich wieder einen Vergleich zu Peter Jacksons King Kong bringen, haben mir nicht so gut gefallen. Auch jetzt beim wiederholten Gucken fand ich Jacksons Art und Weise, die Kreaturen darzustellen, wesentlich faszinierender, weil auch hier ist das alles, es ist eben sehr bunt, es ist eben sehr gestellt. Also viele Szenen sind eben sehr gestellt und du erkennst sofort, aha, dieses Set ist jetzt eben nur dafür da, um irgendwie eine Kreatur einzuführen. Kennt ihr das in Videospielen, wenn ihr ein Areal betretet und ganz genau wisst, okay, hier ist auf jeden Fall ein Bossfight, weil das Areal das eben schon zum Ausdruck bringt und genauso ist das eben auch öfter mal in dem Film. Was den meisten unter euch definitiv gefallen wird, ist die cineastische Darstellung, die hier an Apocalypse Now anlehnt. Und anlehnt ist noch nett ausgedrückt, das Ganze wirklich auch zum Teil stark kopiert. Also wir haben die coole Musik im Hintergrund, während dann die Gruppe mit ihren Helikoptern dann auch Bomben auf Skull Island abschmeißen. Das machen sie, um die ganze Insel besser untersuchen zu können. Also die schießen diese Bomben auf die Insel runter. Und durch den Aufprall, durch diesen Niederschlag und die Schockwellen können sie eben bestimmte Messungen anschließen. Dadurch können sie auch dann messen, dass diese gesamte Fläche unter der Insel hohl zu sein scheint. Ja, hier wird schon mal auf die Hohlerde angespielt, die wir dann eben auch später in Godzilla vs. Kong ein bisschen besser kennenlernen. Da bekommen wir dann schon wieder einen Logikfehler mit rein, der jetzt hier im Film aufgebaut wurde. Den werden wir aber erst später in Godzilla vs. Kong besprechen wollen. Dass Kong das nicht so cool findet, dass man seine Insel mit Bomben zuballert, das ist wahrscheinlich selbstverständlich. Irgendwie kamen die aber alle nicht da drauf. Das ganze Szenario ist auch wirklich so aufgebaut, als wären das so diese typischen dummen Militärarmees, die einfach überhaupt nicht drüber nachdenken, was sie machen. Und die einzige Möglichkeit, die sie zu machen scheinen, ist es, irgendetwas in die Luft zu sprengen. Das wird hier sehr stark in so eine Karikatur verpackt. Also das ist wirklich eine Selbstreferenz an eben dieses Soldatenleben, wie man sich Soldaten eben vorstellt. Man kann das Ganze auch schon irgendwo Klischee nennen, ja, aber es passt einfach verdammt gut in den Film und eben auch in diese Zeit rein. Und dann taucht letztendlich auch Kong auf. Und der ist wirklich sehr viel imposanter als der King Kong aus Peter Jacksons King Kong. Ich meine, dieses Bild dürfte jeder von euch kennen. Das ist, glaube ich, auch auf nahezu jedem Plakat, auf dem Blu-ray-Cover. Es war im Kino in den Schaufenstern ausgestellt, wo Kong sich quasi dann während dem Sonnenuntergang langsam emporstreckt und man merkt, wie gigantisch groß der einfach nur ist und dann schließlich auch die Hubschrauber und eben auch die Menschen da drin angreift. Vollkommen zu Recht meiner Meinung nach, denn die haben eben gerade noch Bomben auf seine Insel geschmissen. Warum das Kong aber wirklich gestört hat, dass da eben Bomben abgeschmissen wurden, das wird dann später nochmal ein bisschen genauer erklärt, also da wird nochmal ein bisschen tiefer in die Materie reingegangen. Noch eine Kleinigkeit, die mir hier auch aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass Kong einmal versucht, einen Helikopter hinten am Schwanz zu packen, sich dann aber hinten an den Stabilisatorrotoren schneidet. Das heißt, wir sehen hier wirklich, wie dann auch Blut aus seiner Hand läuft. Und später schießen die Leute aber auch auf ihn. Und davon nimmt er dann komischerweise gar nicht so viel Schaden. Ey, ist vollkommen okay. Bei diesem Monsterverse-Film muss man wirklich davon ablassen, komplett auf Logik zu setzen. Und ich weiß, ja, wir sehen später nochmal Kong, wie er auch seine Wunden verbindet, aber die Wunden sind halt einfach nicht so großflächig, wie sie eigentlich hätten sein müssen. Wir bekommen also schon relativ am Anfang einen coolen Kampf zwischen Kong und eben den Helikopterpiloten. Und ich muss echt sagen, das hat mir saugut gefallen. Als ich den Film jetzt erst wieder gesehen habe, bin ich da auch wirklich am Fernseher festgesaugt worden, weil das Ganze verdammt schön gemacht ist. Und mit schön meine ich wirklich diese Tragik, die einfach so mit einer romantisierten Schönheit des Sonnenuntergangs zusammen kombiniert wird, während dann da die Leute von Kong gefressen werden, sie werden zerrissen, sie werden die Helikopter werden zerstört und im Hintergrund sieht man dann, wie schön die Sonne gerade untergeht. Es hat irgendwie so ein bisschen auch was von The Last of Us, weil The Last of Us zeigt uns ja auch, wie schön die Apokalypse eigentlich auch sein kann. Natürlich überleben einige unserer Hauptfiguren, eben gerade Samuel L. Jackson überlebt, Bill Rander überlebt natürlich auch.
Tom Hiddleston überlebt und auch Brie Larson überleben. Ich habe mir jetzt die Namen von denen nicht zwingend gemerkt. Also Bill Render ist der einzige, den ich mir gemerkt habe, wie er eben im Film heißt. Und noch ein paar andere Soldaten haben auf jeden Fall auch überlebt. Und Tong zerschlägt dann mit den beiden Fäusten nochmal so einen Helikopter zu Boden, guckt dann geradeaus und sieht genau in Samuel L. Jacksons Gesicht. Und dann kommt dann so eine Feindschaft dadurch zustande. Also Samuel L. Jackson ist danach davon besessen, Kong zu töten. Das hat mich sehr stark an Roland aus The Lost World Jurassic Park 2 erinnert, weil der ja auch so besessen darauf ist, einen lebendigen, männlichen T-Rex zu jagen. Das bei Samuel L. Jackson in dem Film Kong ist noch ein bisschen heftiger, weil er eben, naja, auch über Leichen geht. Also er opfert dann auch seine eigenen Soldaten dafür, geht ganz komische Entscheidungen ein, weil er unbedingt Kong töten will. Ich habe ja am Anfang des Videos erklärt, dass wir einen Soldaten kennengelernt haben, der gegen einen Vietnamesen gekämpft hat, als die beiden dann eben mit ihren Kampfflugzeugen abgestürzt sind und dann kam Kong aus dem Hintergrund. Und diesen Mann treffen wir jetzt auch wieder. Und zwar ist das John C. Reillys Figur mit dem Namen Hank Marlow. Und das ist so eine Figur, die mich damals auch wirklich im Kino verdammt gestört hat, weil der nahezu alles ins Lächerliche zieht. Und ihr wisst ja, glaube ich, auch, ich habe so mein Problem mit dem Marvel-Humor, weil Marvel immer sehr schöne Szenen aufbaut und danach kaputt macht durch irgendwelche dämlichen, komischen Sprüche. Wir erfahren jetzt hier im Film eine sehr interessante Sache über Skull Island. Denn Skull Island ist scheinbar das Überbleibsel, zumindest der obere Bereich eines Nestes, der sogenannten Skullcrawler. Im Deutschen werden die Schädelkriecher genannt, der Name ist im Englischen und im Deutschen beides gleich bescheuert. Und darauf wird natürlich auch eingegangen. Denn Reillys Figur kann sich natürlich nicht nehmen, unseren Helden zu erklären, was für eine Gefahr sich unter der Oberfläche von Skull Island befindet. Das ist übrigens auch die Gefahr, oder zumindest der Hohlraum, der am Anfang gemessen wurde. Es ist nur eine Anspielung auf die Hohlerde, auf die dann eben später nochmal gesprochen wird, oder über die dann eben später nochmal gesprochen wird in kommenden Filmen. Auf jeden Fall kommen diese Schädelkriecher aus diesem hohlen Teil der Insel heraus. Und das aber eben jetzt nur, weil die Menschen eben gemeint haben, sie müssten die Insel bombardieren. Quasi wie ein Bienenschwarm, der eben aufgescheucht wurde. Daraufhin sehen wir ein paar sehr interessante Kämpfe. Bei Kaiju-Filmen kann man sich ja generell eigentlich auf coole Kämpfe freuen. Hier haben wir zum Beispiel auch eine Anleihe an einen alten Godzilla, an einen alten Kong-Film. Ich meine, das war sogar der Kong-Film, in dem King Kong gegen Godzilla gekämpft hat, in dem Kong am Anfang gegen einen Oktopus gekämpft hat. Und jetzt haben wir ja auch nochmal den Kampf Kong gegen einen riesigen Oktopus in komplett neuer Montur. Und das war schon ziemlich cool. Doch dazu bekommen wir Kämpfe Kong gegen die Skullcrawler und wir erfahren, dass es einen Haupt-Skullcrawler gibt, quasi ein Alpha-Tier, das wesentlich größer ist. Und es wird davor gewarnt, die Insel weiter so aufzuscheuchen, denn dieser eine Skullcrawler, der könnte die gesamte Insel vernichten. Zumindest könnte der stärker sein als Kong, womit er dann eben auch, naja, die Insel regieren würde. Außerdem erfahren wir hier eine sehr dramatische Sache, denn es gibt bestimmte Dialoge mit eben Reillys Figur und dann eben auch Bill Render und der ganzen Gruppe. Und da wird dann erzählt, dass Kong wie eine Art Gott über diese Insel wacht. Denn es gibt hier auch bestimmte Ureinwohner und die sind komplett anders als im Peter Jackson Film. Im Peter Jackson Film versuchen die ja, sobald sie das allererste Mal auftauchen, die Helden umzubringen und eben auch um Jane zu entführen. In diesem Film sind die ganz anders, denn die machen hier keiner Fliege etwas. Es wird erklärt, dass diese Leute es geschafft haben, alles Materielle von sich abzuschmeißen und eben auch keinen Besitz mehr zu verlangen. Das heißt, alles auf der Insel gehört einem einfach jedem. Jeder kann sich alles nehmen und dementsprechend sind diese Menschen auch in der Regel sehr friedlich miteinander und untereinander. Kong und, naja, weitere Kongs, also die gesamte Kong-Familie, habe diese Leute vor anderen Kaiju-Angriffen eben geschützt. Das heißt, ja, auf der Insel wird darauf eingegangen, dass es immer wieder zu Kaiju-Angriffen gekommen ist. Und als dann die Frage kommt, okay, war das aber Kong, bekommen wir als Antwort, nein, das war nicht Kong gewesen. Kong hat die Menschen und die Insel und die Lebewesen auf der Insel vor anderen Kaiju-Angriffen geschützt. Traurigerweise sind Kongs Eltern, also Mama und Papa, bei diesem Angriff beide ums Leben gekommen. Somit ist Kong voraussichtlich der Letzte seiner Art. Diese ganze Geschichte wird dann später wirklich in Godzilla vs. Kong nochmal ein bisschen erweitert und das war mir gar nicht so genau bewusst gewesen, weil Godzilla vs. Kong habe ich glaube ich am öftesten gesehen von allen diesen Monsterverse-Filmen und jetzt wo ich diesen Film nochmal gesehen habe, da ist mir aufgefallen, wie gut die Geschichte eigentlich hier von Kong fortgesetzt wird. Ebenfalls sehen wir dann auch noch einen Handabdruck an einer Wand, der komplett blutverschmiert ist, der eben von
Kong stammt, weil er eben verwundet sich durch den großen Dschungel, durch die große oder über die große Insel schleppt und dabei dann eben einen blutigen Handabdruck an einer Wand hinterlässt. Auch diesen Handabdruck sehen wir später in Godzilla vs. Kong wieder, was ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Natürlich kommt das, was kommen muss. Zum Schluss sehen wir noch den gewaltigen Schädelkriecher. Und ja, ich habe schon mal angesprochen, dass man den nicht mehr wirklich ernst nehmen kann, einfach weil Rileys Figur das öfteren betont, wie dämlich der Name einfach ist und irgendwie, ich brauche sowas nicht. Naja, die Schädelkriecher erfüllen dennoch ihren Zweck. Sie töten Bill Render, sie zerfleischen einige unserer Helden, also generell die Kreaturen, die auf der Insel leben, darauf bin ich noch gar nicht eingegangen. Die sieht man immer wieder mal, also da kommen dann irgendwann riesige Fledermäuse, die einfach Personen in zwei Teile reißen, oder wir sehen eine Riesenspinne oder mehrere Riesenspinnen, die so gewaltige Stachelstäbe nach unten schießen können und dann Leute wirklich durch den Mund hindurch zerstechen. Es gibt schon wirklich grafische Bilder in dem Film, also gerade auch für Jurassic Park Fans, ey, ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt, wenn ihr wegen Jurassic Park auf dem Kanal seid und jetzt nach und nach immer mehr Godzilla-Content mit dazukommen wird, ist der Film vielleicht ein ganz guter Einstieg, obwohl ich hier sogar noch was Kontroverseres sagen würde, schaut euch Roland Emmerichs Godzilla an. Vielleicht kommt ihr dann auch als Jurassic Park Fans in diese Kaiju-Richtung rein. Mir ist es zum Beispiel ähnlich gegangen. Der Film endet dann logischerweise mit einem Sieg Kongs über den Skullcrawler, über den großen Skullcrawler, und wir erfahren dann in einer Rückblende zum Ende hin des Films, quasi in einer Post-Credit-Scene, dass auch noch weitere Kaijus gesichtet wurden. Unter anderem gibt es dann auch noch Bilder von Godzilla, die da abgebildet sind. Und das ganze Monsterverse fängt jetzt hier so langsam an, sich aufzubauen. Und man versucht, sich so daran zu tasten und zu schauen, okay, wie reagieren Leute auf diese, naja, auf diesen Aufbau der Geschichten. Da muss ich wirklich sagen, das machen die Monsterverse-Filme aktuell besser als die aktuellen Marvel-Filme, weil die aktuellen Marvel-Filme sind durch die Bank weg nur noch Teaser für das, was danach kommt. Ich habe schon lange keinen mehr gehört, der aus einem Marvel-Film rausgekommen ist und dann gesagt hat, ah, der Film war geil, weil das und das da drin passiert ist. Die meisten reden doch über die Post-Credit-Scene, oder? Das allererste, was ich von Ant-Man Quantumania gehört habe, war einfach, die Post-Credit-Scene ist ja so geil. Und das geht schon eine ganze Weile so. Die Monsterverse-Filme sind keine Teaser, keine plumpen Teaser für fortsetzende Filme, zumindest noch nicht, wer weiß, wann das kommt, sondern die erzählen wirklich eine Geschichte aus und deuten dann auf bestimmte Sachen hin, die du aber als Zuschauer nebenbei entdecken musst. Die werden dir nicht unbedingt vor den Latz geknallt. Ich habe den Film jetzt beim zweiten Mal gucken wirklich genossen und ich bin auch wirklich überrascht, dass der mir im Kino so überhaupt nicht gefallen hat. Und jetzt dachte ich mir, doch, der ist eigentlich schon sehr solide, gerade eben für so einen Monster-Kaiju-Film und gerade für den Beginn dieses Monster-Verses, dieser Monster-Reihe. Im nächsten Video beschäftigen wir uns dann mit meinem persönlichen Monsterverse-Lieblingsfilm, Godzilla aus dem Jahr 2014. Und es gibt ja aktuell eben nur diese vier Filme, Kong Skull Island, Godzilla aus dem Jahr 2014, Godzilla King of the Monsters und Godzilla vs. Kong. Ich hoffe, dir gefällt dieses Format hier, dass wir da ein bisschen uns wieder mal in die Monsterverse-Geschichte reinarbeiten, dann eben, wenn es jetzt auch dieses Jahr weitergehen soll, mit der Apple TV Plus-Serie und Godzilla. Schreib mir auf jeden Fall jetzt deine Meinung in die Kommentare. Wie würdest du Kong in dieser Vierer-Konstellation aller vier Filme einreihen? Auf welchem Platz wäre er bei dir? Ich muss sagen, ich würde Kong trotz allem, und das ist Meckern auf hohem Niveau, dennoch auf dem letzten, also auf dem vierten Platz platzieren. Nach aktuellem Maßstab. In diesem Sinne bin ich wie immer auf deine Meinung gespannt und würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Kaiju-Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.